die Schurenbachhalde in Essen. Relikt der Schwerindustrie. Die Vegetation Tarnung. Auf dem kahlen Schädel ein Element. Der einzige Fixpunkt weit und breit. Auf dem Abraum der Steinkohlegewinnung rund 70 Tonnen Stahl. Richard Serras Bramme für das Ruhrgebiet. Die Bramme in der Stahlindustrie. Herausgebrannt aus dem laufenden Strang. Kein fertiges Produkt. Nur ein Werkstück, das weiterverarbeitet wird. Geschoben, abtransportiert. Im Ofen erneut erhitzt. Ausgestoßen, vorgeführt. Immer liegend. Und nie ist eine Hand im Spiel. Der nächste Prozess. Die Bramme wird platt gemacht. Die Dienstmagd der Schwerindustrie, hin- und hergewalzt, transformiert zum Blech. Für Autokarosserien, für Rohre, Küchenverkleidungen, Geschirr oder Besteck. Aus dieser Sklavenfunktion löst Richard Serra die Bramme heraus. Ich bin an Skulptur interessiert, die sich nicht dem Nützlichkeitsprinzip unterwirft. An Skulptur ohne Funktion. Jeder Gebrauch ist Missbrauch. Aus der Horizontalen in die nie gekannte Vertikale. Das grobe Blech auf die Füße gestellt. Die Auferstehung der Bramme als Protagonistin der Kunst. Je näher man dem Stahlkoloss rückt, desto größer die Herausforderung. Reaktionen auf Monumentalität, Schlichtheit der Form und auf eine Fläche, die der Verwitterung standhält und Graffiti in Kauf nimmt. Kunst ohne Sockel, aus einem Material, das auf sich selbst verweist, auf Gewicht, Masse und Schwerkraft. Um 3 Grad geneigt, wirkt sie wie eine Feder und steckt doch wie ein Messer im Rücken der Halde. Stahl auf Kohle, in den Boden der Geschichte gerammt. Wo das Innere der Erde nach außen gekehrt ist, wächst wenig. Was durch den Boden schießt, wird entfernt. Der Blick auf den Abraum bleibt erhalten. Erinnerung an die Knochenarbeit der Hauer unter Tage. Richard Serra hat sich 1998 gegen die künstliche Begrünung der Haldenkuppe entschieden. Seine Bramme, eine Grabstele der Montanindustrie.
Stahlwerke und Schmiedebetriebe im Ruhrgebiet waren noch in den 70er Jahren Richard Serras Ateliers für großformatige Skulpturen. In Bochum eines seiner ersten radikalen Raumkonzepte von 1972. Stahlplatten wie Schleusentore. Gewaltige Dimensionen, extreme Akustik und das kalte Blau des unbehandelten Stahls. Die Installation erlaubt keine Distanz. Kunst als unmittelbar physische Erfahrung. Freistehend und nur in die Ecken eingepasst. Stabilität auf 3 cm schmaler Basis. 4 aus Brammen gewalzte Bleche balancieren auf ihren Längsseiten, durchschneiden den Kubus diagonal. Spannungsfelder aus Mauerwerk und Stahl. Richard Serras Arbeiten provozieren. Zur Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. Zur Auseinandersetzung mit einer Ordnung, die den menschlichen Maßstab sprengt. Eine Verkehrsinsel in Dillingen an der Saar. Bühne für eine Skulptur, die den Lebensnerv der Stadt trifft. Stahl produziert in der Dillinger Hütte. Gegenüber die Stadt. Noch fahren morgens Arbeiter ins Stahlwerk. Wo sonst Springbrunnen und Randbegrünung die Tristesse kaschieren, setzt Richard Serra Stadt und Industrie in Beziehung. Ein Gegenüber gleichgestellter Formen, die sich nicht berühren. Viewpoint von 2006. Ein neuer Raum an einem Ort, den niemand betritt. Perspektiven, die nie gesehen werden. Im Blickpunkt alltägliche Situationen und das nie wahrgenommene Paradox einer Insel, die nur der Funktion dient, umfahren zu werden. Abstrakte Kunst wird häufig beschuldigt, sozial nicht bedeutungswirksam zu sein. Ich war und bin der Auffassung, dass Kunst keiner Rechtfertigung von außen bedarf. Die Herstellung der Skulpturen verwischt die Grenzen zwischen Kunst, Industrie und Handwerk. Es geht nicht um den Geniekult eines Künstlers, sondern um die gemeinsame Weiterentwicklung technischer Möglichkeiten in einem Umformbetrieb im Siegerland. Jeder, wo wir jetzt dran sind, das ist
der 50. Skulptur, die wir machen, hätte ich mir nie träumen lassen. Wir haben Tausende von Tonnen verarbeitet. Und wenn sich die Biografie mal von dem Richard Serra ansehen, was der in den letzten 10 Jahren alles verwirklicht hat, nur weil er eben jemand hatte, der genauso ein Spinner war wie er, der diese Sachen verwirklicht hat. Er hat manchmal hier gestanden und hat gesagt, ich werde nicht damit fertig. Ich habe früher mit Gummi gearbeitet und hier verbiegt das Blech hier, wie ich das Gummi verbogen habe. Die Maschine kommt aus Frankreich und hat früher in der Rüstungsindustrie die Außenhaut von U-Booten gebogen. Jetzt bringt sie die Kunst in Form. Die letzte Platte einer 6-teiligen Skulptur. Fast 20 Meter lang. Unter einem gewaltigen Druck werden rund 40 Tonnen Stahl Zentimeter für Zentimeter gedehnt und gebogen. Ich habe nie gewusst, dass das so ein großer Wirtschaftszweig ist, die Kunst. Ich habe dem Serra gesagt, Mensch, hör mal, Richard, wo kriegst du die ganzen Aufträge her und wer kauft solchen Kram? Und da hat er zu mir gesagt, du glaubst gar nicht, wie viele reiche Leute es auf der Welt gibt, die das Geld haben, sich so mal in Garten zu stellen, wie auch immer. Und dann habe ich gemerkt, da ist ein riesen Wirtschaftszweig. Da werden zig Milliarden umgesetzt auf diesem Markt. Und das war für uns wie ein Lottogewinn. Ja, so sieht das aus. Auch schon, wie eng das am Modell hier ist. Genauso. Ja, das ist genauso eng. Und das kannst du am Modell auch nicht erkennen. Das musst du jetzt in der Wirklichkeit fassen lernen. So wie die Platten hier im Modell stehen, stehen die auch in Wirklichkeit. Also 90-10, denke ich. Ja, da kann man schon alles sehen. Die Statik von den Kugelplatten ist überhaupt gar kein Problem, weil der Schwerpunkt in die Mitte kommt. Die Statik von den Torusplatten ist ein bisschen schwieriger, weil je kleiner die werden, desto schneller fallen die auch um, wie diese hier. Das ist eben freistehend, ne? Nicht standsicher. Als der Serra kam, da war für uns 20 mm das dickste Blech, was wir jemals geformt hatten. Und der kam mit 50 mm dicken Stahlplatten an. Das war gewaltig. Und die Tür, die er uns damit aufgemacht hat, die hat uns so viele Möglichkeiten geschaffen. Und das hat für die Industrieprodukte, die wir herstellen, einen unwahrscheinlichen Schub gegeben. Wackelt schön, oder? Wir machen ja sowas nicht nur als Job. Man ist ja mit dem Herzen dabei.
Und seine Skulpturen sind genauso gut unsere Skulpturen. Also wenn wir jetzt hier demnächst die Abnahme haben und die Skulptur abliefern, dann ist das nicht einfach nur 200 Tonnen Stahl, sondern ist das Handwerksstolz, was wir hier produziert haben. Und wir haben Skulpturen geliefert nach Neuseeland, in ganz Europa, in die USA. Und immer wenn irgendwo eine Fete war, zur Einweihung sind wir auch hingefahren. Von der ersten Skizze bis zur fertigen Skulptur vergeht ein Jahr. Erst dann sieht der Künstler, was aus seinem Entwurf geworden ist. Richard Serra hat in der Stahlindustrie gearbeitet, sieht sich weniger als Bildhauer, mehr als jemand, der abstrakte Räume erfindet. Seine Skulptur Open-Ended inspiziert er wie ein Konstrukteur, der genau weiß, wo Probleme auftauchen. In den Verbindungen der Platten untereinander. Irritierend die Oberfläche. Der Stahl schimmert wie eine polierte Schrankwand. Verschwunden die ersten Rostflecken und die Spuren der Herstellung. Abnahme. Eine Zitterpartie. Die Platten werden niemals geölt. Offenbar war so viel Rost drauf, dass sie die Platten eigenmächtig eingeölt haben. Das muss entfernt werden. Außen ist das Öl getrocknet, aber die Innenseiten erscheinen wie mariniert. Ich war sehr verärgert. Nun wird es in Ordnung gebracht. Denken Sie an einen Donut. Das ist ein Kreisring. An der Außenseite eines Donuts haben Sie eine Kugelform. Die Innenseite des Donuts ist eine Torusform. Torus und Kugelformen haben den gleichen Radius und sind fest miteinander verbunden. Torus, Torus, Kugel, Kugel, Kugel. Jede Kugelplatte ist mit einer Torusplatte verbunden. Da gehen sie durch und alle Platten entstehen aus dem Radius eines Donut. Von innen haben sie keine Ahnung, wo sie hingehen oder wo sie gerade waren. Sie verlieren die Richtung, müssen sich neu orientieren und haben auch das Gefühl, dass der Boden selbst sich bewegt. Beim Durchgehen stoßen sie jedes Mal an ein Ende. Sie laufen vor eine Wand und müssen einen Haken schlagen. Das wirft sie aus dem Gleichgewicht. Sechsmal schlagen sie einen Haken und müssen ständig den Rhythmus ihrer Schritte regulieren. Mich interessiert die Verbindung von Formen, wie man sie bisher weder in der Architektur noch in der Skulptur gesehen hat. Torus, Kugel.
Kugel, Torus. Eine Platte größer als 18 Meter lässt sich kaum noch biegen. Wir sind an der Grenze. Es geht nicht darum, Grenzen zu überschreiten, aber mich interessiert, was noch gemacht werden kann. Richard Serra hat einen Spielraum durchschritten, der alle bekannten Dimensionen weit übertroffen hat. Seine bisher letzte Arbeit steht in Miami, Florida. Ein Auftrag für eine private Sammlung. Schon von Weitem behaupten die Stahlflanken ihren eigenen Platz, in scharfer Trennung zu dem gepflegten Rasen. Blade Runners, eine Installation von 2008. Our intention was to get a Richard Serra sculpture. Wir wollten unbedingt eine Skulptur von Richard Serra. Er ist wahrscheinlich der beste lebende Bildhauer. Jedenfalls meinen wir das. Und wir wollten etwas von ihm haben. Etwas Monumentales. Denn dafür ist er berühmt. Wir sind sehr glücklich damit. Die Kraft, die Höhe, die Breite, der Gang durch die Skulptur. Es ist eine wunderbare Arbeit. Außerdem steigert so eine Skulptur die Qualität unserer gesamten Kunstsammlung. Richard Serra Skulpturen sind kostspielig, eignen sich aber nicht als profitable Geldanlage. Sie widerstehen dem Warenaustausch auf dem Kunstmarkt, zumal wenn sie fest an einen Ort gebunden sind. Wie ein Schiff, gestrandet auf einer Insel, die in den 20er Jahren künstlich aufgeschüttet wurde. Indian Creek Island. Diese Platten herzustellen dauert keine 5 Jahre. Aber es hat so lange gedauert, um sie auf die Insel zu bekommen, die diese Skulptur gar nicht tragen kann. Jede Platte wiegt 35 Tonnen. Wie sie also hier aufstellen? Wir haben dann 70 Betonpfeiler tief in das Bett der Bucht eingelassen, die jetzt das Gewicht tragen. Which go deep into the bed of the bay to support the weight of the sculpture. 140 Tonnen Stahl. Elegant und leicht, als könnte der Wind sie davontragen. Wände, bisher konvex oder konkav geformt, jetzt in gegenläufige Kurven geschwungen, die sich kaum fixieren lassen. Spürbar die extreme Spannkraft, die der Stahl beim Biegen durchgemacht hat. Abstrakte Formen, so geschmeidig gedreht wie der Körper einer Ballerina. Ein neues Kapitel in der Fortsetzungsgeschichte der Stahlkunst. Das Klima hat den Industriecharakter des Schwermetalls verändert und Farben erzeugt, die je nach Lichtstimmung ständig variieren. Es hat mein Leben verändert. Es kommen Boote mit Fotografen, Touristen mit Kameras, Leute, die auf der Brücke anhalten, Leute, die mich fragen, was steht denn da in ihrem Garten? Denn von der Brücke aus erkennen sie die 4 Platten nicht. Also es ist eine kleine Touristenattraktion geworden. Richard Serras Kunst stellt Fragen. Was sehen wir? Wie können wir es verstehen? Raumkonzepte, die zum Denken anregen. Kein Kunstwerk verändert die Welt, aber die Gedanken darüber vielleicht.